Hallo und herzlich willkommen zu diesem Türchen, diesmal mit dem Thema Mauke. Ich glaube, alle Reiter haben davon schon mal etwas gehört. Das ist diese krustige Entzündung, sage ich jetzt mal, die man gerade unten an den Hufen am Ballen findet. Gerade bei diesem Matschwetter tritt das immer mal auf. Das Problem sind Bakterien, die sich dort festsetzen und eben eine Entzündung verursachen. Das Hauptproblem ist meistens der Matsch oder auch sogar mangelnde Hygiene. Deswegen ist gerade jetzt im Winter es super wichtig, die viel belaufenen Wege oder eben Stellen, wo die Pferde stehen, immer sauber und ordentlich zu halten und gut abzuäppeln. Bei manchen Pferden ist der Behang allerdings wiederum auch so stark und hält so viel die Bakterien fest und da wird es halt auch warm drunter, dass das auch Mauke begünstigt. Bei manchen Pferden, die sehr dazu neigen, ist es vielleicht auch sinnvoll, darüber nachzudenken, den Behang abzuschneiden. Das wäre allerdings etwas, wozu ich dann erst, später greifen würde. Die andere Sache ist nämlich auch, manche Pferde können bis sonst wo im Dreck stehen und kriegen keine Mauke, weil ihr Immunsystem einfach stark genug ist und sie ansonsten keinen Stress haben, ausgeglichenes Leben und so weiter. Deswegen ist es auch eine Idee, da das Immunsystem mal zu untersuchen und es zu unterstützen, zum Beispiel mit der Gabe von Zink oder jetzt auch im Winter immer gut geeignet getrocknete Hagebutten, die einen richtigen Vitamin-C-Schub geben, um Mauke vorzubeugen oder eben auch zu heilen. Wer sich unsicher ist in der Behandlung von Mauke, sucht nicht weiter im Internet dazu nach. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, draufschmieren etc. Holt euren Tierarzt oder auch Tierheilpraktiker und lasst euch beraten, wie ihr die betreffende Stelle vernünftig reinigt und behandelt. Damit auch wiederum jemand darauf ein Auge hat, wie sich das Ganze entwickelt und man dabei dann eben nichts falsch macht, beziehungsweise dann es nicht noch schlimmer macht beispielsweise. Also nicht lange googeln, Tierarzt fragen, beziehungsweise Tierheilpraktiker kann ich eher empfehlen, als irgendwas drauf zu schmieren. Habt ihr denn schon Erfahrungen mit Mauke gemacht? Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare, was sind denn so eure Herangehensweisen dabei, womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht, könnt ihr vielleicht auch etwas empfehlen und was sagen denn eure Tierärzte dazu? Und ansonsten bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und noch viel Spaß in der Adventszeit. Bis dann, ciao!